Genau, ich nehme einen brennenden Faden in die Hand und. Ah! Und tun wir dabei. Jetzt wird's aber hier gefährlich. Jawohl. Der Redstone knallt uns das Inventar voll. Ihr seht, ich konnte mich immer noch nicht einloggen. Es ist ja noch derselbe Tag wie in den letzten Parts. Und ich finde das ganz schön scheiße. Ich weiß nicht, woran das liegt. Das ist erst seit heute so und gestern ging es noch. Und die ganzen letzten Wochen ging es. Und heute will er irgendwie nicht. Ich weiß nicht, ob das damit zusammenhängt, dass hier alles irgendwie gerade ein bisschen verrückt spielt in meinem PC. Ich sag nur Flashplayer, Sound und so weiter. Das will ja alles im Moment nicht so, wie ich das gerne hätte. Heute ist er mal wieder gnädig mittags, aber abends? Abends zickt er rum. So wie diese Frauen aus dem Fernsehen, die abends immer Migräne kriegen. Sieht sehr erkundet aus da hinten. Nein, sieht es nicht. Wir können uns ja in die Richtung dann graben, wenn wir wissen, dass da eine Schlucht ist. Und dann einfach... Ach Gott, komm. Na, hopp. Boah, es ist so weit oben. Boah, hier sind aber auch ein Haufen Wasserquellen. Boah, hier ist noch irgendwo ein Enderman. Hochlaufen. Aber nicht jetzt. Denn hier ist immer noch Eisen, was gepflückt werden will. Au! So, in die Richtung geht's in die Schlucht. Das haben wir auch schon festgestellt. Ich weiß aber gar nicht, wie tief die Schlucht ist. Boah, das kann sein, dass die ziemlich hoch ist noch. Obwohl, wir waren wahrscheinlich auch relativ hoch, als wir uns den Waypoint gesetzt haben. Von daher würde ich nicht immer davon ausgehen, dass die extrem hoch ist. Ich gehe jetzt mal auf 12 hoch, da habe ich nicht so die Befürchtung, auf Lava zu treffen. Gehe ich jetzt hier einem nur eins breiten Gang durch und knallen wir mein Inventar weiterhin mit Redstone voll. Was könnten wir mal verballern hier? Na super. Den schmeißen wir fort. Schmeißen wir auch fort. Wir haben daheim so viel Erde rumliegen. Ich glaube nicht, dass wir darauf angewiesen sind, dass wir die mitnehmen. Da hoch muss ich. Ihr seid ja witzig. Oder bin ich durch die Schlucht schon durchgelaufen und habe mir dann die Leiter gesetzt? Das kann auch sein. Wie auch immer, ich werde jetzt erstmal gucken, wo uns das Ganze hinführt. Nee, das bleibt. So. Hä, wie weit denn noch? 24.
mal wieder eine Fackel setzen. Ich weiß, dass da noch mehr Kohle ist, aber keine Dringlichkeit. Und ich glaube, wir sind da. Ja. Okay, hier waren wir schon. Soweit ich weiß, haben wir da auch alles erkundet und nichts ausgelassen. Die Steine würde ich schon ganz gern mitnehmen. Schmeißen wir weg. Gar nichts. Wir werden nämlich was essen. So, jetzt zack. 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 Aber wir gucken, ob wir vielleicht nicht auf einem schnelleren Weg in die Heimat finden, als da jetzt zurückzulaufen. Nö, nicht hier. Da. Und zwar... hier lang. Hier ist auch noch Eisen. Oh, noch mehr Eisen. Ja, ich tue die Höhlen total verunstalten, ich weiß. Manch anderer richtet sie sich ein wie eine Wohnung. Aber ich tue die verunstalten. Jetzt sag mir nicht, dass ich nur nicht mal mehr Eisen mitnehmen kann. Was haben wir denn immer noch zu viel? Ach komm, Creeper treffen wir auch ständig. Vor allem, wenn wir es drauf anlegen. Dann erst recht. Oh! Uns tun sich ganz neue Gänge auf. Mit viel Eisen. Ey, du störst mich voll da im Weg, du Stein. Und ich glaube, wir haben etwas Spannendes entdeckt. Das gucken wir uns auf jeden Fall noch an. Wir sind nämlich noch lange nicht fertig für heute. Hier ist wieder so ein Gang, der uns hier runter führt. Okay, hier ist schon mal Lava. Und ein Lavasee. Machen wir den mal zu. Kippen dann einmal Wasser drüber. Ist, glaube ich, gesünder für uns alle. Ebene 12 und nix los. Wir graben uns jetzt am besten einfach mal zu unserer Leiter wieder durch. Am besten mit einer guten Spitzhacke. Also Steine haben wir dann, glaube ich, genug für unser Haus. Ja, Kuckuck. Slime. Komm her. Natürlich ein volles Inventar, ne? Natürlich. Natürlich. Komm, die können wir noch zusammenlegen. Bin ich denn doof oder was? So, jetzt bauen wir uns einfach Nuff. Was höre ich denn? Ein Zombielein. Wo denn? Da oben oder was? Hm. Habe ich jetzt eigentlich nicht so den Nerv für. Vielleicht auch da oben. Wer weiß, wer weiß. Ich will auch das Eisen hier mitnehmen. Und dann verschwinden wir hier wieder.
Ach nee, da lang. So viel zu unserer tollen Schlucht. Da müssen wir uns, glaube ich, eine neue suchen. Aber jetzt nicht, denn wir haben ein knallvolles Inventar. Oh, mein Rücken. Oh, noch mehr Kies. Oh, wir können keinen tragen. Naja. Was machen wir denn? Was machen wir denn? Was machen wir denn? Ich würde ungern was hier lassen. Von den Sachen. Aber Knochen kriegen wir eigentlich immer wieder. Bogen müssen wir auch nicht so schnell erneuern und Angel schon gar nicht. Und dann nehmen wir uns die Sachen wieder mit. Ist hier noch was drin? Nö. Gut. Haben natürlich kein Bett hier. Ist das Schnee oder ist es Sand? Ist doch Sand. Doch Sand. Nee. Schnee. Ah, wegen Better Grass ist an den Seiten auch Schnee. Also, doch Schnee. Tatsächlich. Mein Freund kam ja auf die wahnwitzige Idee, auf unserem ersten Serververversuch im Schnee zu wohnen. Da hat sich die Feldarbeit etwas schwierig gestaltet, muss ich gestehen. Und er immer nur so, ja, kümmere dich doch drum. Geh doch hin und mach alle 5 Minuten das Eis weg. Ja, natürlich. Natürlich. Ich habe ja auch nichts Besseres zu tun, ne? Hä? Die war doch gerade nicht mehr da. War die unter dem Schnee oder was verschwunden? Ugh. Bin ich so fett, dass ich direkt, wenn ich einen Platscher ins Wasser mache, dass ich untergehe oder was? Oh, was ist denn hier? Was ist denn hier? Aha. Aha. Nix. Gar nix. Nix. Super. Vielleicht mal mit TNT in die Luft sprengen irgendwann. Ja, mit einer Fackel Stein abbauen. Auch eine meiner besten Ideen. Und erstmal um den ganzen Berg rumlatschen. Oh, hat mich das Schaf erschreckt. Euch auch? Boah. Warte mal, da ist mein Haus. Hi. Na, warst du auf dem Weg zu mir? Hast du nicht gemerkt, dass ich gar nicht daheim bin? Also mit unseren Leveln können wir nachher schon ein bisschen was anfangen. Würde ich mal behaupten, oder? Da war doch eine Spinne. Habe ich doch richtig gesehen. Gehört sowieso, aber gesehen habe ich sie nicht. Da. Oh. Komm, dann bleib liegen. Machen wir halt jetzt erstmal Kiesarbeiten. Ja, ich weiß, ich habe 2 Kies in meinem Inventar, die ich jetzt hätte verbraten können und schnell das Holz holen. Aber jetzt nicht. So. Gleich. Gleich, gleich, gleich. So, jetzt hole ich das Holz. Schön um die Setzlinge rum stolzieren. So. Das schmeißen wir gleich in den Ofen, um unser Eisen zu schmelzen. Wir müssen es vielleicht noch, ich sag mal, entpacken. Ja, ja. Solange das Dach nicht fertig ist, mache ich mal lieber die Küchentür zu. Mehr Eisen. Und hier ist Gold. Da müssen wir erstmal das Steak mitnehmen. Und wir haben so viele Steine, dass wir gleich noch das Haus fertig bauen werden. Und der Tag ist schon angebrochen. Obwohl die Monster mich noch ganz schön auf Trab halten hier. So, Stein.
Das Dach mache ich jetzt aus Holz. Es wird ja nach links raus ausgebaut. Ich glaube, hier war doch ein Doppelfenster. Also. Achso, ich muss eh noch eine Schicht Stein drüber machen. Ich depp. So, und das Dach kommt dann noch eins höher. Da war ich wieder mal zu doof, ne? Komm schon. Ich hätte viel bessere Laune, wenn wir ein paar Diamanten gefunden hätten. Hier können wir gerne ein schönes Fenster reinmachen. Nein, du kommst weg. So. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf. Eins, zwei, drei, vier. Eins, zwei, drei, vier. Hä? Nö, fünf kann jeder haben. Aber in der Mitte hätte ich gern sowas frei. So. Ihr wisst schon, ich mag nicht so große Fenster. Das geht, weil das ist ja... Da läuft man nicht dran vorbei und... Egal. Also ich kann ja gar nicht auf einem Zaun stehen. Merke ich gerade, ich Schlaumeier. Sehr spannend, dieser Part. Unheimlich spannend. Was mache ich denn als Dach hier drauf? Ah, im Moment eh nichts, weil ich nichts dabei habe. Aber jetzt haben wir wenigstens die Wand so hoch, dass hier eigentlich kaum was passieren kann. Außer natürlich, dass hier was spawnt, weil wir kein Licht haben. Das machen wir mal so. So. Und so. Und da hinten auch. Und dann dürfte das geregelt sein. Hier muss auch noch ein bisschen was hin. Ah! Raus! Sammeln! Schnell! Haha! Oh, Spinne! Hi! Jetzt kommt auch noch ein Hubschrauber übers Haus geflogen. Und ja, ich mache mir auch gleich automatische Türen. Keine Panik. Erstmal überlegen, wohin mit meinem Zeug. So, dann haben wir einen ganzen Haufen Redstone. Dann ein bisschen Lapis. Und den Kies, den tun wir auch gerade mal dann, wo er hingehört. Also hier. Dann nehmen wir das Glas mit. Die Kohle weg. Weg. Den Schleim können wir auch gerade mal da reintun wieder. Und Holz mitnehmen. Wir fangen mal an, unser Dach zu bauen. Ich weiß zwar noch nicht wie. Wir könnten das mit so Treppenstufen machen. Dann könnten wir das aber... Ja. Ich glaube, das wäre aber um einiges...
platzraubender und vor allem auch materialraubender als so ein Dach wie bei Debitor. Aber wir sind ja hier nicht bei Debitor. Und deswegen ist mir das jetzt einfach mal vollkommen Wurst. Da ist noch Holz drin, ne? Hier ist auch noch Holz drin, ne? So. Ich habe ja meine Kiste dabei. Da kann ich mir ja oben das basteln, was ich brauche. Und erstmal Scheiben einsetzen. Hier können wir ja getrost einfach das hinmachen. So. Okay, wir hätten auch hier eine Tür reinmachen können und einen Balkon, der in das Atrium reicht, machen können. Aber das noch nicht vorhandene Atrium, wisst ihr. Okay. Jetzt geht's ans Dach. Wie machen wir das? Wie machen wir das? Wie machen wir das? Wie machen wir das? Also, ich tue jetzt erstmal ein paar Stufen herstellen. Natürlich hier. Die reichen garantiert nicht. Ich würde die gern hier ansetzen. Wisst ihr? So. Wow. Ja, ne? Super. Komme ich nicht mehr rein, ohne mir da ein Loch zu klopfen. Ach komm hier. So. Dazu sage ich jetzt einfach mal gar nichts. Hä? Scheiße. Mal einfach mal so. Aha. Schon besser. Nee, da auch noch. Runterfallen, auch nicht in die Richtung. Ja, ist okay. Habe ich mir eigentlich verbaut, aber da wollen wir eh welche hinhaben. Eieiei. Was ein Stress hier. Hoffentlich sieht das hinterher auch was aus. Ich muss vor allem auch wieder umbauen, wenn ich dann neue Räume hinzufüge, ne? Aber ich denke mal, so ist das Dach ganz hübsch. So habe ich noch kein anderes Dach gesehen bisher.
Das wird zwar ziemlich spitz zulaufen, aber juckt mich nicht. Im geringsten. So, da wieder hier. Uah. Gehst du weg? Zum Glück kann man die mit der Axt abbauen. Die normalen Stufen muss man ja schön mit der Spitzhacke. Nein, du nicht. Vielleicht mache ich das auch nicht ganz spitz zu, sondern nach einer gewissen Zeit so vielleicht noch eins hoch, weil sonst wird die Decke zu hoch, finde ich. Beziehungsweise wir könnten da auch einfach jetzt zumachen. Das finde ich auch noch in Ordnung. Hauptsache, das Dach sieht von außen mal ein bisschen kreativer aus als in meinen sonstigen Games, die ich so nicht aufnehmend spiele. Da sieht das Dach nämlich immer ziemlich schrecklich aus. Innen habe ich es gerne, wenn die Decke immer gleichmäßig ist. Ich habe sonst immer Angst, dass sich irgendwelche Spinnen da spawnen und abseilen. Aber wenn wir es von außen noch ein bisschen aufhübschen wollen, das geht ja immer. Boah, wie oft denn noch? Wir machen es jetzt einfach anders. So. Dann müsst ihr mir nicht so viel beim Klicken zuhören, weil das mache ich dann alles mit gedrückter Maustaste. Ist ja auch ganz nett, ne? So baut sich das Dach ja fast wie von selber. Na, aber nur fast. So, dann machen wir hier noch. Ja, ich würde es echt besser so machen. Es will nicht so wie ich. Boah, ich muss hier oben mal ausleuchten, sonst habe ich nachher wieder Monster auf dem Dach und dann heißt es, ich darf nicht schlafen gehen, wenn ich mein Schlafzimmer betreten möchte. Was wir übrigens noch bauen müssen. Aber nicht mehr heute. Dieses Lied erinnert mich verdammt arg an Mario Party, wisst ihr das? An das neue Mario Party. Warum auch immer. Und wir haben kein Holz mehr. Knack. Vier, fünf, sechs. Zur Not haben wir ja noch ein bisschen was im Ofen liegen. Und verbauen kann ich mich ja auch großartigst. Großartigst. Ofen da. Nicht mit dem Holz. Aber das da. Das können wir ganz gut gebrauchen dafür. Ja, ich weiß. Shift-Linksklick reicht, um es da runterzuziehen. Aber ich bin total vergesslich und ein Gewöhnungsmensch. Ich verstehe das dann manchmal nicht, während ich es mache. So, ich nicht verstehe, wie man sich so oft verbauen kann. Das wird kompliziert, da jetzt ein Dach drauf zu machen. Muss ich doch hoch. Da muss ich mir tatsächlich mein Dach nochmal aufbuddeln. Ey, komm mal klar. Nase. Eieiei.
nicht allzu stürmisch, sonst liegen wir gleich wieder unten im Dreck. So. Jetzt haben wir tatsächlich genug Holz fürs Dach gehabt. Unglaublich. Ja, 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 ich komme ja gleich gucken, was da los ist. Komm schon runter gucken. Ach, da geht er schon wieder. Da, das passiert, wenn man nicht schnell genug an die Tür geht. Da haut der Besuch auch einfach mal ab. Eieiei. So, ich lege mich da mal schlafen. Aber nicht nur in Minecraft, sondern auch im Real Life. Und, ach, unser Protagonist hier kann sich nochmal ein Steak reinpfeifen. Oder Schnitzel. Oder auch zwei. So. Und dann sage ich Ciao für heute.